So, hallihallo. Heute mal wieder ein Bastelvideo. Ihr seht, mein Auto hat jetzt 44.781 Kilometer drauf. Beim Ducato 250 Multijet 2, 2,3 Liter, Euro 6, ohne AdBlue, muss das Öl bei 45.000 Kilometer gewechselt werden. Da ich jetzt nach Schweden fahre, also nochmal deutlich mehrere tausend Kilometer Affe vor, habe ich gedacht, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt zum Ölwechseln. Ich habe mal nachgefragt, was das in der Werkstatt kostet. 450 Euro circa. Und da habe ich mir gedacht, nee, das machen wir selber. Es ist kein Hexenwerk. Das kann wirklich jeder, der ein bisschen handwerkliches Geschick hat, kann das selber machen. Was braucht ihr dazu? Ihr braucht eine Wanne, um das Öl abzulassen. Klar, ihr braucht ein neues Öl. Und zwar für den Motor, genau 6,3 Liter. Da habe ich dieses Öl genommen. Das ist preis-leistungstechnisch echt gut. Hat man mir empfohlen. Kostet aber trotzdem der Kanister ungefähr 70 Euro, 5 Liter. Da natürlich 6,3 Liter reinpassen, habe ich zwei kaufen müssen. So, des Weiteren braucht ihr einen neuen Ölfilter. Das ist der hier. Und weiterhin braucht es einen 12er Imbus. Den habe ich hier auf so einer Ratsche drauf für die Ölablassschraube. Mehr braucht es eigentlich nicht. Und ja, ihr müsst euch das Auto legen vorne. unter den Motorhauben. Das zeige ich aber später. So, jetzt lasse ich das Auto noch ein bisschen warm laufen. Dann fließt das Öl schöner ab. Den lassen wir jetzt einfach ein bisschen warm laufen. Draußen 30 Grad. Ist also schön warm heute wieder. Aber es bietet sich heute an, einen Ölwechsel zu machen. Und ich zeige euch genau, was ihr da machen müsst. Das ist relativ simpel. Es kann eigentlich kann es jeder. So, jetzt mache ich einmal Pause und ich melde mich wieder, wenn das Auto warm ist und ich unter der Motorhaube liege. Also unter Motor. Bis gleich. So, nach gut 10 Minuten beginnt langsam die Temperaturanzeige zu steigen. Das heißt, es reicht. Wir wollen uns ja nicht die Finger verbrennen am Öl. Machen wir ihn aus. Erster Gang rein. Und dann schauen wir mal nach draußen. Dann machen wir draußen weiter. So, nun stehe ich vom Auto. Motorhaube ist auf. Die Ölablassschraube, die Ölauffüllschraube, die Kappe hier, die schraubt es ab. Und hängt es so schräg drauf, dann kann das Öl besser ablaufen, weil er Luft ziehen kann. Hier ist dann der Ölmessstab, wo wir dann später das Öl messen werden. So, das war's eigentlich. Dann lege ich mich mal unter das Auto, stelle die Wanne drunter und schraube die Schraube raus. So, jetzt zeige ich euch das Auto mal von unten. Hier ist der Ölfilter, daneben ist so ein Schlauch. Und da hinten, unter der Wanne, ist der Ölablassschraube. Der muss raus. Es geht wie gesagt mit einem 12er Imbus und in der Regel ist die Schraube richtig fest. Und die versuchen wir jetzt mal rauszudrehen, obwohl ich das Handy in der Hand habe. Das schauen wir jetzt mal. Also da müsste es richtig Wumms haben. Oh, die ging leicht. Die ging leicht. So. Und, den Imbus brauche ich noch. Den brauche ich noch. Jetzt suche ich jetzt mal schnell. Das ist natürlich alles bei der Hand ein bisschen blöd. Den muss ich jetzt schnell raus tun aus der Wanne. So, jetzt. Den habe ich jetzt gerade rausgeschüttet. So, dann stellen wir die Wanne drunter. Und dann mal die
Schraube schön mit der Hand raus und schauen, dass die Wanne auch wirklich drunter steht. So, jetzt. Gesagt. So, jetzt kann es laufen. So, den Schrauf. Lasst es, wenn möglich, nicht in die Wanne fallen, weil ihr müsst es danach in dem Öl, in dem Zeug suchen. Deswegen schaut, dass den in der Hand habt. So, und jetzt lassen wir das eine Zeit laufen und ich gehe wieder raus und mache die Schraube sauber. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sitze ich im Wohnmobil und habe den Ölablassschrauben mal hierher gelegt. Seht ihr jetzt hier, den werde ich jetzt dann gleich sauber machen. Hier solltet ihr schauen, ob da Metallspäne dran sind. Das ist ein kleiner Magnet. Das heißt, wenn da irgendein Metallabrieb ist, ist der hier drauf auf dem Magneten. Aber es ist alles ganz schmierig und kuschelig weich. Ist also nichts dran. Also wenn da Magneten, aber wenn da irgendwelche Metallspäne dran sind, ist es schlecht. So, dann mache ich jetzt den Ölablassschrauf ganz sauber und warte, bis das Öl richtig abgelaufen ist und dann sehen wir uns draußen wieder. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, wenn ihr die Schraube sauber gemacht habt, seht ihr hier eine Kupferdichtung. Und die sollte astrein sein. Also die sollte nicht verformt sein oder so. Moment, jetzt ist es scharf, weil dann müsst ihr das erneuern. Aber die Kupferdichtung hier ist noch einwandfrei. Das heißt, die nehme ich wieder her. Die ist kein Problem. So. So, ein paar Minuten später tropft es noch ein bisschen. Das heißt, ich lasse noch ein bisschen tropfen. Habe jetzt schon Zebra hingelegt, weil ich jetzt dann gleich den Ölfilter noch abmache. Da könnte es sein, dass das ein paar Tropfen rauskommen. Und das will ich natürlich auffangen. So, warten wir noch ein bisschen, bis er sich aufgehört hat zu tropfen. Und dann geht's weiter. So, kommen wir nun zum Ölfilter. Da ist, wie gesagt, da tropft es noch. Da. Und dann entfernen wir mal den Ölfilter. Der sollte eigentlich in der Regel nur handfest angezogen sein. Bei einem ersten Ölwechsel, wenn man weiß, das ist noch vom Werk aus so, weiß man, dass der nur handfest angezogen ist. Den braucht man einfach nur mit der Hand abschrauben. Ja, geht, wunderbar. So, dann drehen wir den nochmal ab. Zebra liegt drunter, weil da wird ein Tropfen raus. Und ein Tropfen ist gut. Da kommt viel raus. Scheiße. Okay, dann mache ich noch schnell die Ablassschraube rein und dann drehe ich den raus. Das habe ich so noch nicht gesehen, dass da so viel rauskommt. Bis gleich. So, dann drehen wir mal die Ölablassschraube rein. Dann kann ich nämlich die Wanne nach vorne ziehen. Das reicht schon so. So, dann mal. So, das ist natürlich alles gleichzeitig zu filmen. Ein bisschen schwierig, wenn man keine Bühne hat und man einfach nur unterm Auto liegt. So, die ist jetzt handfest angezogen. Jetzt mache ich sie schnell mit dem Imbus noch fest. Ordentlich fest. Also da muss man wirklich ordentlich festziehen. Und dann machen wir mit einem Filter weiter. So. So, die ist fest. Gut. Dann können wir jetzt das Zebra weg tun und die Wanne nach vorne ziehen. So, und hier weitermachen. Ölfilter ab. Dann kann das Ganze in die Wanne laufen und gut. Ah, da kommt noch viel raus. Das ist ja unglaublich. Das habe ich ja so noch gar nicht gesehen, dass da noch so viel aus dem Ölfilter rauskommt. Das lasse ich jetzt nochmal so laufen, bis das aufhört. Also das ist mir neu. Da kommt nun mal nichts mehr raus. Ein Tropfen oder so. Ja, man lernt nie aus. Lass mal es laufen. Und nein, ich brauche keine Handschuhe. Das ist, ich mache das nicht täglich. Wie eine Werkstatt oder so, die da einen Handschuh braucht. So, jetzt können wir schön langsam drehen. Jetzt rinnt es nicht mehr viel. Irgendwann muss er mal abgehen, der Bursche. Na komm. Wie lang ist denn das Gewinde, sag mal. Weil es schmiert. Jetzt hab ich ihn. So. Und den schütte ich jetzt noch aus und auch in die Wanne. So. Dann kann der da. Legen wir ihn dabei rein. Liegt sie gut da drin. Okay. Dann lassen wir das noch laufen, da.
Tröpfel, 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 Tröpfel. Schön in die Wanne. Gut. So. Also das habe ich noch nie gesehen, dass da so viel Öl noch nachkommt. Bei dem 240er, bei dem roten, den ich zuerst hatte, da hat man den Ölfilter abgemacht, da kam ja drei Tröpfchen und dann war vorbei. Wenn man den Filter nicht abbekommt, da gibt es, weil irgendjemand den da mich fest angezogen hat, gibt es ja alles. Da gibt es ein Werkzeug, entweder mit Ketten oder mit Gurte. Oder man nimmt eine ganz große Rohrzange, die geht auch. Ich habe so eine, keine Ahnung, 2 Zoll Rohrzange, die kann man so weit aufmachen. Und wenn man alles nicht hat, dann einfach mit einem Schraubenzieher und einem Hammer ein Loch an die Seite klopfen. Dann kann man den mit einem Schraubenzieher lose hebeln, dass man den auch rauskriegt. Also habe ich auch schon gesehen, das machen Leute so auch. Also wenn sie gar kein Werkzeug haben, geht alles. So, dann lassen wir den jetzt austropfen. Ich hole mir jetzt noch mal einen Zebra und mache das da oben ein bisschen sauber. Und dann machen wir den neuen Ölfilter wieder rein. Bis gleich. So, hier liegt nun der neue Ölfilter. Jetzt werde ich hier mal mit meinem Finger in Öl tauchen. Und ihr solltet immer den Gummi hier ein bisschen einschmieren, dass sich der beim Festschrauben nicht verzieht oder verkantet. Also immer schön einölen im Gummi, die Dichtung. Und dann ist gut. Dann kommen wir gleich zum Einbau. So, das ist der Aufsatz hier. Den mache ich jetzt noch ein bisschen sauber. Dass alles schön ist. Da sieht man dann auch wunderbar das Gewinde jetzt, wenn es sauber ist. Auch hier rundherum noch ein bisschen sauber machen. Wieder schick. Und dann kommt der Filter. Na, wo bist du? Da bist du. Okay. So. Und der muss jetzt da drauf. Jetzt sind wir wieder mit einer Hand scharf. Ja, hat schon gebissen. Super. So. Und den auch wirklich. Der dürfte schon streng drauf gemacht werden, aber auch nur mit der Hand, also nur handfest. So, und ich ziehe den jetzt trotzdem nochmal mit beiden Händen nach. Das kann ich jetzt leider mit der Kamera nicht zeigen, weil da muss ich die Kamera hinlegen. Also ich ziehe ihn jetzt mit beiden Händen nochmal richtig schön handfest nach und dann sollte das Ganze reichen. Bis gleich. So, den habe ich jetzt mit beiden Händen nochmal richtig schön fest angezogen. Danach ist wichtig, sauber machen, schön sauber machen hier unten, weil wir ja kontrollieren wollen, ob der dann dicht ist. So, das sollte also danach kein Öl mehr dran sein, wenn man den Motor laufen lässt. Deswegen richtig schön sauber machen, dass man das sieht. So, schick, gefällt. Ja, so können wir es lassen. Ich mache dann nochmal so, jetzt. Füllt das wieder dran und dann schauen wir mal weiter. Ölfilter ist dran, Ölschraube ist dran, die mache ich jetzt auch noch sauber, dass ich danach auch feststellen kann, ob die dicht ist, wenn wieder neues Öl drin ist. Ist natürlich jetzt zum Filmen ein bisschen schlecht, weil ich alles mit einer Hand machen muss, aber ihr seht, selbst mit einer Hand kann man einen Ölwechsel machen. Das ist also kein Hexenweg. So, das ist jetzt auch schön trocken, seht ihr. Und dann können wir nämlich danach prüfen, ist alles dicht. Weil es soll ja nichts in die Natur. Gut, das war's. Dann gehen wir zum Öl auffüllen. Und dann sind wir schon fertig. Bis gleich. Da seht ihr nun das Übel. Das Altöl werde ich dann in den leeren Kanister einfüllen und bringen das zurück, wo ich es gekauft habe. Die nehmen das umsonst wieder zurück. Sie tun jetzt Öl auffüllen und dann kommt die Jauche hier, die schöne schwarze Dieseljauche, in so einen leeren Kanister rein und dann bringen die das einfach wieder zurück. Das nehmen die auch anstandslos. Müssen sie ja auch, wenn sie Öl verkaufen, müssen sie auch Altöl zurücknehmen. Umsonst, kostet nichts. So. So, dann geht es zum Öl auffüllen. Ich habe da so einen kleinen, ja, so ein
Klapptrichter, den kann man zusammenklappen. Der ist relativ klein, natürlich gibt es ja größere, aber mir reicht der. Ein bisschen gut zielen, dann trifft man da immer gut rein. So, da fülle ich jetzt den ersten 5 Liter Kanister komplett rein und starte dann den Motor, dass die ganzen Ölleitungen wieder durchgespült werden. Da braucht man auch keine Angst haben. Bei 6,3 Liter Maxmenge reichen 5 Liter locker aus, dass dem Motor nichts passiert. Das fülle ich jetzt einmal rein. Das kann ich natürlich nicht filmen, weil ich brauche dazu beide Hände. Wenn ich das Öl drin habe, melde ich mich wieder. So, ihr seht, die ersten 5 Liter sind drin. So, mit dem kleinen Trichter dauert es halt ein bisschen, aber ich habe ja Zeit dazu. Jetzt lasse ich das noch ein bisschen austropfen. Dann mache ich den Deckel drauf und starte mal den Motor kurz. So für ein paar Sekunden. 20, 30 Sekunden. Das tut ihm nichts, weil er 5 Liter schon hat. Das ist, denke ich mal, ist bedenkenlos. Bis gleich. So, jetzt habe ich noch mal den Motor kurz laufen lassen. Und ihr seht, es ist, ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, 5 mm vor Maximum. Das heißt, ihr kriegt jetzt noch einen Liter rein und dann ist wieder gut. Das mache ich jetzt noch und dann misse ich das noch mal und dann ist alles erledigt. So, das war's. Jetzt habe ich 6 Liter drin, gute 6 Liter, ein bisschen mehr. Die Meldung niedriger Öldruck ist weg. Motor lasse ich jetzt noch mal so 30 Sekunden laufen und dann messe ich noch mal. Und wenn er dann immer noch bei Max ist am Ölmessstab, dann ist alles gut. Dann schaue ich unten noch, ob alles dicht ist. Und schon ist der Ölwechsel erledigt. Ich meine, wenn man sich jetzt noch einen Trichter kaufen muss und eventuell noch ein Werkzeug, um den Ölfilter abzumachen, also so ein Spannschrauber, dann ist man immer noch unter 200 Euro Kosten. Im Gegensatz zu 450 Euro Werkstattkosten ist es mir das allemal wert, selber zu machen. Auch wenn ich danach dreckig bin oder schwarze Finger habe vom Öl, das ist mir egal. 250 Euro haben oder nicht haben, sind, wie sagt man, 500 Euro. So, ich werde jetzt unten noch prüfen, ob alles dicht ist, wo ich mir sicher bin, dass alles dicht ist. Und das war mein Video zum Ölwechsel vom Ducato, Baujahr 2017, Ducato 250, 2,3 Liter, Multijet 2, Euro 6, ohne AdBlue. So, sollte jemand Fragen haben zu dem Ganzen, kann er natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Video. Bis bald, ciao. So, nochmal ganz zum Abschluss. Ölmenge passt. Jetzt habe ich es noch ein bisschen abgewischt. Das hätte ich auch noch auswischen können, ein bisschen. Das habe ich jetzt vergessen. Mache beim nächsten Mal. Ganz, ganz wichtig. Macht's niemals zu viel Öl rein. Zu viel ist genauso schlimm wie zu wenig. Wenn jemand meint, ja, ach, dann tue ich halt einen Liter mehr rein, dann hält es länger. Macht das ja nicht. Bis wirklich am Ölmessstab nur bis Max und nicht höher. Wenn es zu viel ist, müsst ihr es wieder ablassen. Weil das Ganze schäumt sonst. Weil es zu viel ist. Und dann schmiert der Motor nicht mehr richtig. Und dann habt ihr genau das gleiche Problem, wie als wenn es zu wenig Öl drin habt. Also schaut, dass ihr niemals über den Maximalwert kommt vom Ölmessstab. So, das war's aber jetzt. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.